Weiter geht's, meine Lieben, mit einer neuen Folge Subnautica. Endlich hier in unserer wundervollen, schönen... Was ist mit dem Ding da vorne los? In dieser tollen Basis-Wärmekraftwerk Dingenskirchen. Was zum Teufel bist du, hä? Fremder Roboter. Bist du lieb? Ja, du bist lieb, oder? Nein, 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 er stalkt mich! Er stalkt mich! Oh, was ist das denn? Nice! Oh, was? Okay, ich kann hier einen Ionenwürfel fett abbauen, aber dazu brauche ich erst den Arm. Nein, ich will ja gar nicht. Ich will doch erstmal nach oben. Lass mich in Ruhe. Oh, hallo. Ich habe zum Glück noch eins dabei. Nice. Schau, was ist hier drin? Geht jetzt weg? Was ist hier drin? Hallöchen. Oh, was bist du denn? Blaue Tafel? Okay. Blaue Tafel. Oh, es singt. To me. Fuck? Okay. Okay. Ich komme zu dir. Aber eins nach dem anderen, okay? Hier ist noch ein Eingang. Okay, cool. Okay, cool. Du bist auch ganz cool, ne? Du bist eine liebe Krabbe hier. Liebe Roboterkrabbe. Ja. Mr. Krabby. Okay, hier ist ein Portal. Ich habe einen dabei? Nice. Ach stimmt, ich habe ja in der letzten Folge bei dem Dingenskirchen welche gefunden, ne? Sollen wir mal durchgehen? Nein, noch nicht, oder? Nein, das machen wir später. Das machen wir erst später. Aber gut zu wissen, dass hier was ist, weil so können wir ja eventuell... Ah, ne, ich muss nach unten. So können wir ja noch schauen, was es hier noch so alles gibt, ne? Also, so kommen wir schnell wieder hier runter. Müssen wir uns bloß merken, wo wir sind. Dazu bräuchte ich eine Boje und die habe ich natürlich mal wieder nicht. Selbstverständlich nicht. So. Nein, oder? Ich habe keine mehr dabei. Du bist schuld. Aua. Oh, Scheißdreck. Scheißdreck, Dreck, 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 Dreck. Fuck, ich hätte mal welche in Zyklopen tun sollen oder sowas. Scheiße, warum ist denn... Kann ich hier irgendwo jetzt noch eine rumliegen? Come on, please. Please. Gib mir noch eine lila Tafel. Ich habe keinen Bock, wieder zurückzugehen und wieder herkommen. Was machst du denn da? Warum stehst denn du plötzlich? Welcome aboard, Captain. Danke, aber jetzt setz dich wieder hin. Brav. So, Erweiterungsmodule? Nö. Das nützt mir nichts. Irgendwo ist doch hier... Warte mal, irgendwo... Genau. Ach, scheiße, nein. Hier ist nichts außer ein fucking Kreaturenei drin. Oh, scheiße. Okay, Leute, ich mache einen Cut. Ich hol mal welche. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder, endlich hier in dieser Base, weiterhin. Oh, ich sag's euch, es hat bestimmt eine Dreiviertelstunde gedauert, die Scheiße zu machen, aber ich habe immerhin die Signalboje jetzt mitgebracht, habe meine Energiezellen aufgeladen und jetzt können wir weitermachen. Endlich, endlich. Ich sag's euch, ich bin selber so gespannt, was hier passiert und was mache ich? Vergessen, verfickte lilane Scheißdreckkacke. Das ist echt zum Roboterkrabben melken hier. Hau ab jetzt. So, setz ein, das Ding. Oh nein, nein. Oh, ich dachte schon, da war jetzt ein lilanes, ey. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Hallöchen. Scanner? Fremdes Wärmekraftwerk. So schnell geht's. Okay, schön. Datenterminal, Energietransfer für primäre Sicherungsenergieeinrichtung. Quarantäne 35%, Verstreckungseinheit 15%, primäre Sicherung 50%, okay. Fossiliendaten. Was? Genetische Abweichung. Massensterben, 1000 Jahre alte Bodenproben enthalten eine 300% höhere Konzentration an organischen Überresten als heute. Okay, ihr wisst, was das heißt. Sie sind alle krepiert. Okay, kann ich das denn irgendwie, was kann ich jetzt machen hier? Kann ich das bauen? Kann ich meine eigene Base damit versorgen oder sowas in der Art? Was will ich hier? Ist hier bis hier? Kann ich eigentlich mit meinem, ah, da ist noch was. Kann ich eigentlich mit meinem Dingenskirchen, mit meinem Prawn durch das, Portal durch? Daten über Ionenenergie. Was? Ich habe fremde... Was? Irgendwas habe ich bekommen. Daten über Ionenenergie. Mit diesem Wissen ist es möglich, neue Batterie- und Energiezellbaupläne zu synthetisieren, die dank der fortschrittlichen Ionenenergie wesentlich länger halten.
Nice, das heißt neue Batterien und neue Energiezellen. Ach toll. Weißt du, gerade wenn ich meine... Ich habe sie gerade geladen. Ich habe sie gerade geladen. Alle. Und das war's? Das war's? Mehr ist sie nicht? Was soll die Scheiße? Bin ich hier schon? Wärmesignatur? Ja, ja, ja. Also grundsätzlich richtig bin ich. Ja, aber irgendwie... Naja. Naja. Ich hole jetzt mal meinen Brawn und gehe hier durch das Ding durch. Ich würde echt gern diesen Ionen-Riesenhaufen da mal abbauen, aber mir fehlen leider Gottes die Ärmchen dazu. Aber gut, das sollten wir auch noch hinkriegen. So, steigen wir mal ein. Tiger da mal schnell runter. Und der kriegt jetzt auf die Fresse. Du hast mich vorne angemacht! Ja, stirb! So. Gut. Okay, okay, okay. Schauen wir, ob es geht. Tatsächlich. Ich hoffe, mein Prawn geht jetzt nicht kaputt oder sowas, aber ich bin noch drin. Ich bin noch drin. Alles cool. Bisher läuft's gut. Läuft gut. Läuft sehr gut. Wo bin ich? Hallo? Hä? Bin ich hier jetzt irgendwo, wo ich schon mal war? Safe. Okay, hier ist ein Ionenkristall. Ah, nimm. Ja, ich bin oben, oder? Ich bin irgendwie wieder oben. Okay. Gut, cool. Schön zu wissen, aber ich glaube, ich habe irgendwas... Ach, da ist noch ein violettes Artefakt. Ich glaube, manchmal... So, nimm das mal. Kann man vielleicht auch noch gebrauchen, hin und wieder. Okay. Aber ich glaube, hier geht es nur wieder hoch, oder? Sehe ich jetzt so, oder? Das ist doch hier diese... Warte mal, da ist zu? Hä, warum ist da zu? War ich hier noch nicht? Hä, wo bin ich denn jetzt hier? Okay, zum Glück habe ich noch eine. Pack sie mal rein und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ich bleibe auf jeden Fall mal hier drin sitzen. Hä? Ich bin verwirrt, meine Lieben. Ach, das ist hier. Ach, das ist... Ach so. Das ist diese Maschine. Oh, shit. Gehen wir nochmal. Schauen wir mal, was passiert. Aber ich glaube irgendwie nichts. Oh, hallo, Baby. Und rein damit. Nope. Okay, nein. Nein. Ihr nützt uns gar nichts. Also hier kommen wir nicht weiter. Tja, dann gehe ich mal nochmal kurz zurück zum Wärmekraftwerk und schau, was da sich denn so meldet. Werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen. So, dann kommen wir wieder runter. Ich habe jetzt eigentlich keinen Fallschaden mehr mit dem Prawn, ne? Aber dafür Ruckelschaden. Okay, ganz unten. Das Portal bringt mich zum Wärmekraftwerk. Genau, das ist das Portal, was ich von dieser Seite hier aus nicht aktivieren konnte. Dann geht's mal nochmal runter. Dann schauen wir doch mal nochmal. Irgendwas muss ja noch sein. Das kann jetzt nicht alles gewesen sein. Ist auf jeden Fall jetzt auch auf der Insel gewesen, glaube ich. Ja, also ich soll zu ihm kommen. Hat er beim blauen Portal gesagt. Also bei diesem blauen. Sobald ich dieses blaue Ding da vorhin aktiviert hatte, soll ich zu ihm kommen? Ja, gerne, 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 aber. Wie? Das ist so scheiße, ich würde dich so gern... Nee, also es geht ja auch nicht hoch oder so. Es geht wirklich nur da runter. Es geht nur da runter. Und das war's. Und hier kann ich jetzt halt... Ach, shit. Nein, ich steck fest! What the fuck, ich steck fest! Komm schon. Gibs, komm schon! Komm schon! Ich steck fest! Komm schon, Brawn! Gib alles! Du kannst dir entkommen! Komm schon! Scheiße. Oh, fuck you! Ernsthaft? Okay, ich nehme mal alles mit, was drin ist. So eine Scheiße! Das war's, Brawn! Mach's gut! Mach's gut, mein Liebling! Auf jeden Fall wissen wir jetzt immer,
wo das Wärmekraftwerk ist. Na gut, wir haben es sowieso markiert, ne? Also ist eh wurscht. Aber egal, ich jump jetzt hier wieder durch das Portal durch. Und dann bin ich ganz plötzlich wieder bei 91 Meter. Da ratter ich doch mal ganz schnell wieder zurück zu unserer Hauptbase. Lass den Zyklopen auch unten. Der interessiert mich gerade relativ wenig. Aber ich muss hier dann auf jeden Fall wieder mit einem neuen Prawn durch. Weil ich brauche ihn schließlich. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch tiefer müssen. Beziehungsweise noch weiter. Warum sollte sonst der Prawn 1700 Meter können? Wäre sonst irgendwie ein bisschen sinnfrei. Ne? So ein klein wenig. So minimal ein bisschen. Okay, aber hier war doch irgendwo ein Aufzug, oder? War das hier? Sag jetzt bitte nicht, dass ich hier nicht rauskomme. Hier muss ich doch rauskommen. Komm schon, verarsch mich jetzt bitte nicht. Das kann nicht sein. Irgendwo muss hier rausgehen. Ich bin ja schließlich bei gerade mal 74 Metern Tiefe. Das ist doch diese... Ja, da wo ich halt meine Finger immer reinstecke. Ach da. Vielleicht. Genau, auf der Seite war das Portal. Oder ist es hier? Nee. Hä, was ist das? Ach so. Okay. Gut, das ist der Zugang zu diesem gigantischen Bauwerk, was es auch immer ist. Das werden wir schon herausfinden, ne? Okay, ich gehe direkt mal nach oben, weil ich habe ein bisschen Reaper-Panik. Ich bin da ein gebrandmarktes Kind. Na klar, sofort Warper. Spackus. Ja, ich bin hier auf jeden Fall... Jo, ich bin hier wieder ganz normal bei der... Ja, ich sag mal... Was soll ich denn... Wie nenne ich das Ding hier? Insel? Ja, ja, ich bin bei der Insel. Oder? Ja, ja. Genau. Genau, hier ist die Insel, ganz chillig. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder zu unserer normalen Base, zu unserem Eichelgleiter. Und mal schauen, was wir denn jetzt mit unserem... Ja, wie heißt er denn eigentlich? Heißt er denn nur Krebsanzug bei mir? Hä? Ne, Blaubeerspuppe, genau! Ich hab's vergessen. Eigener Name dann vergessen. So geht's meinen Kindern irgendwann auch mal. Da bin ich mir sicher. Aber Kai weiß Bescheid, ihm geht's schon seit Jahren so. So, Energie immerhin noch 100%. Das ist schon mal für mich sehr, sehr angenehm. Und jetzt haben wir erstmal 1000 Meter bis zu unserer Base. Es gab übrigens ein 1 GB Update. Und ich habe so das Gefühl, die Aurora ist verschwunden. Also dieses, die Aurora, ja. Dieser Bug mit diesem Grafik-Shit, der ist weg. Endlich. Endlich. Der war so ätzend. Der war ja so richtig ätzend. Das haben sie richtig versaut. Genau, hier ist sie. Da hätte man schon lange unten wieder dieses brennende Metall sehen sollen. Aber gut, hier ist keine Reaper-Region mehr. Hier haben wir gute Karten, irgendwas noch zu erreichen. Ich wollte allerdings auch in unser Aquarium noch ein bisschen was einbasteln. Oh, hier ist... was ist hier? Was bist du? Steinaufschluss, kann ich das... Das habe ich noch nie gescannt. Was sind denn das für scheiß Pirscherviecher? Pisst euch mal. So. Habe ich noch nie gescannt, tatsächlich. Muss man jetzt ein bisschen auf die Suche nach Eiern machen, weil ich würde schon noch ganz gerne mehr Eier haben. Mehr Kreatureneier. Natürlich möglichst welche, die ich noch nicht hatte. Aber ich glaube, wenn man sie ausgebrütet hat, was wir ja zum Teil auch schon haben, dann sollten sie dran stehen und mit drüber fahren, ob wir sie schon hatten oder nicht. Glaube ich zumindest. Wo ist eigentlich meine Base? Da ist meine Base. Unmengen an Schrott liegt hier noch rum. Sandhaie. Ja, ja, ja. Unmengen an Schrott auf... Oh, hier ist eins. Kreaturenei. Nehme ich mit. Nehme ich auf alle Fälle mit. Meine Cuttlefish sind auch schon geschlüpft. Die muss ich euch gleich mal zeigen dann, wenn wir mal dort sind. Schauen wir mal, ob wir noch mehr von den Eiern finden. Ja, aber definitiv, ganz bestimmt finden wir da noch mehr. Und wir haben ja auch schon eins im Lava-Biom gefunden. Da habe ich, wie gesagt, dank den Sea Dragons ein bisschen arg viel Panik da, ja, mich zu erkundigen. Oder mich zu überhaupt erkunden da in der Region. Habe ich ein bisschen Bammel. Habe ich zugegeben echt ein bisschen Bammel. Aber wir hören uns jetzt mal einfach... Oh, Gary. Habe ich den auch noch nie gescannt, Gary? Wie jetzt? Tatsächlich. Stielauge. Sieht aus wie Gary von SpongeBob. Oh Mann, man merkt schon, ich bin absoluter SpongeBob-Freak. So eine Scheiße. Peinlich. Ah, egal. So, hier ist unsere Homebase. Oder auch nicht, noch nicht. Ich dachte gerade, der Stein wäre unsere Homebase. Was ist los? Was ist nur los mit mir? Und jetzt habe ich zwei monströs geile Geräte einfach so versenkt, ne?
Ich komme ohne, obwohl zum Zyklopen könnte ich theoretisch, ja doch, wenn ich da mit der Motte, doch, könnte ich wahrscheinlich noch holen. Könnte ich vermutlich noch holen. Das dürfte noch klappen. Aber gut, muss ja jetzt nicht unbedingt sein. So, wir sind wieder zu Hause, wir haben es geschafft. Jetzt muss ich mir natürlich, ups, will ich gar nicht, komm schon. So, na, jetzt nimm doch mal deine scheiß Melode da. So. Ach so, deswegen. Gut, das reicht. Erstmal. Und wir gehen mal kurz in unser schönes Aquarium. Und da werden wir nochmal kurz uns den Dingern widmen, was hier drin sind. Okay, hier sind wir. Oh, geil, Quallenrochen, Ampaal. Das sind jetzt alles die, was wir jetzt endlich mal scannen können, wo wir immer, oder ich zumindest, immer Panik davor hatte. Geil. Wow. Kann man eigentlich so eine Krabbe? Die hätte ich auch gern. So eine MP-Krabbe. Cuttlefish! Hallo! Da ist er! Lass mal scannen! Scannen! Oh yeah! Was, ich kann ihn nehmen? Was kann ich damit machen? Kann ich dich freilassen? Ich glaube schon, ne? Sandhai habe ich auch noch nicht gescannt. Doch. Quallenrochen? Kann ich aber auch nehmen. Kann ich alles nehmen irgendwie. Aber ich kann doch eigentlich auch mit ihm interagieren, dachte ich. Ich dachte, ich kann mit ihm interagieren irgendwie. Oh, der sieht so nice aus. Voll geil. Okay, gut. Halt, warte. Ich wollte ja noch die restlichen Eier reinhauen. So. Da haben wir eins und hier haben wir eins. So, die kommen auf jeden Fall runter. Das passt. Okay. Haben wir das auch schon mal erledigt. Und jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt hören wir uns mal die nächste Nachricht an, was bei uns auf dem Kommunikator zu hören ist. Wie schaut es aus mit Platz jetzt? Ja, komm, dann hau dir doch mal 500 von diesen Laternenfrüchten rein. So. Genau. Kann ich da irgendwas wegtun? Aber ich habe noch ein Kreaturenei. Cuttlefish ist es doch normal, oder? Warum zeigst du es nicht an? Komisch. Egal, das tue ich mal noch mal kurz eintauchen da. Irgendwo muss hier ein Riffrücken in der Nähe sein. Irgendwie hat er ein Problem mit uns. Habe ich so das Gefühl. So, da ein Kreaturenei. Der Gary. Kommt vielleicht ein normales Aquarium. Aber das normale Aquarium ist hier im Zyklopen drin. Und das ist weg. Oder der. Gut, der Zyklop ist futsch. Was haben wir denn sonst noch dabei gerade? Nur Shit eigentlich, ne? Nichts Besonderes. Aber irgendwie doch zu viel. Ich hau jetzt mal kurz, nicht hier, sondern da, hau ich mal die ganzen Energiezellen rein. Und die, warte mal. Ich kann doch jetzt, 1, 2, 3, 4. Kann ich da jetzt bestimmt upgraden, oder nicht? Geht das? Tatsächlich. Ionen-Energiezelle, ich kann sie gar nicht upgraden direkt, sondern ich muss sie neu herstellen. Das ist ja kacke. Aber gut, ist okay. Kriegen wir hin. Alt, nein, nicht nehmen, sondern reinstopfen. Auch die Ionenkristalle. Okay, ich kann aber derzeit nur 2 Stück machen. Die Batterien sind auch voll. Aber jetzt hören wir uns mal die Nachricht an. What? What? Das war's? Hallo? What's happening here? In the house? Scheiße, was mache ich denn jetzt eigentlich? Poseidon ist 1400 Meter unter mir. Ist natürlich super. Das ist richtig geil. Ne, jetzt muss ich schauen, was ich mache. Die Rettungskapsel Nummer 12 brauche ich nämlich schon mal nicht mehr, ne? Genau. Okay. Doch, sonst lasse ich mal noch alles. Safety first. Und habe ich im Wärmekraftwerk irgendwas übersehen? Habe ich irgendwas übersehen? Ich habe keinen Plan. Habe ich dich eigentlich jemals schon mal gescannt? Nö.
Komm schon. Komm schon. Tu es. Na komm, sehr gut. Okay, ich kann natürlich jetzt schon mal ein paar Fische hier holen. Bist du gerade abgesprungen hier? Lupscher. Man kann mal versuchen, die zu zähmen jetzt, ne? So in der restlichen Zeit jetzt hier. Können wir es mal probieren. So. 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 So, wo ist er denn jetzt? Fischer. Komm mal ran hier. Wer will denn von euch beiden? Du spielst gerade ein bisschen, oder? Hier. Was gefressen? Tatsächlich. Pirscher! Pirscher! Hallo! 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 Oh! Sag mal, was bist du für ein Lappen? Achso, okay. Nächster. Also sie ging ganz gut rein und der tut mir auch gerade nichts. Ja, und jetzt? Und jetzt ist er jetzt gezähmt? Ist er denn jetzt gezähmt? Hallo? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Depp, 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 depp. So. Ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er jetzt gezähmt ist. Vielleicht bringt er mir ja den Stuff. Kein Plan. Ich weiß, es steht ja auch nirgends dran. Sowas wie, jetzt bist du zu Kirsche, ist er jetzt gezähmt. Na, kann ich mit dir nochmal probieren, weil du bist ein bisschen angefressener, wie die anderen. Mal kurz ein paar... Klopschi! Boomerang! So. Wo ist er jetzt? Ist er weg? Ha, da ist er tatsächlich und bringt mir Schrott. Oder auch nicht, doch. Tatsächlich, der bringt mir Schrott. Aua! Okay, leck mich. Nimm deinen Schrott mit, du Penner. Ich scheiß auf dich. Aua, verpiss dich einfach. Was für ein Pisser. Was soll die Scheiße? Oh Gott. Na egal, war erstmal Luft hier. Um das zu trinken, was zu essen und so weiter und so weiter. Ich habe in der nächsten Folge, baue ich mir, also bis zur nächsten Folge, baue ich mir einen neuen Prawn. Und dann werden wir sehen, was als nächstes passiert. Ich freue mich schon drauf. Wie immer, liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Bis zur nächsten Folge und ciao!